Ein herzliches Willkommen bei Force of Nature, meinem neuen Part. So, ihr seht, ich habe hier eine Kuh bei mir im Lager. Das hat mich auch ein kleines bisschen Zeit gekostet, bis ich die dann endlich gefangen habe. Ich habe nur leider nicht an die Aufnahme gedacht, um euch das zu zeigen. Aber egal, wir haben sie jetzt hier bei uns. Man kann mit der Kuh insofern interagieren, dass ich sage, sie soll mir folgen. Dann läuft sie mir halt schön brav hinterher. Also sollte sie sich etwas zu weit entfernen vom Lager, dann kann ich sie mir einfach hier wieder herziehen. So, was sie mir sonst bringt, weiß ich noch nicht. Ich brauche nämlich unbedingt noch hier Weizen. Ich habe ein bisschen was in der Kiste, aber nicht so viel. Und ich brauche auch Wasser. Aber was natürlich am wichtigsten ist, nicht das gebratene Fleisch, ich nehme es mir trotzdem, dass wir unseren Level-Up haben. Also ich habe ein bisschen gesammelt, wie ihr seht. Ich habe jetzt mittlerweile mehr Seile, Asche, auch ein bisschen Zutaten hier. Ich habe mir noch ein bisschen Apfelsaft gemacht, habe mir jetzt mittlerweile auch die Kokosnuss hier auf den Slot gelegt und die Steinpilze, um hier schneller agieren zu können. Aber ich denke, ich sollte mich mehr darauf konzentrieren, dass ich sowas mache wie Apfelsaft, da ich Gesundheit und Ausdauer gleichermaßen hoch pushen kann, wenn ich jetzt im Kampf bin. Gut, ich habe eine weitere kleine Kiste gebaut, in die habe ich diese ganzen Kräuter rein und das Zeug, was ich jetzt vermute, dass ich noch nicht brauche. Am Arbeitstisch habe ich mir eine Steinkeule gefertigt, die hat einen Angriff mehr. Und auch ein bisschen mehr Angriffsgeschwindigkeit. Also passt. So, aber was wir jetzt machen wollen, ist natürlich hier unseren Charakter hochleveln. Denn wir haben ja die Aufgaben hier erfüllt, was gefordert war. Insofern erhalten wir ein neues Level und wir sind damit Level 5. So, die neuen Aufgaben. Was muss ich denn überhaupt schaffen für Level 6? Es ist Erntezeit, hol dir ein Ei, baue einen Küchentisch. So, Goldmünzen müssen wir wieder sammeln, Mehl müssen wir herstellen und Wasser müssen wir herstellen. So, also, was brauchen wir? Wir brauchen einen Brunnen, wir brauchen Beete. Okay. Bauen wir eine Konstruktion, dann gehen wir doch mal hier drauf. Brunnen. Ah, super, wir haben sogar alles. Wir haben sogar alles, was wir brauchen. Ja, mit Space kann ich drehen oder mit dem Mausrad kann ich drehen. Aber wo setze ich den Brunnen hin? Brunnen ist ja eigentlich immer so das Zentrum des Dorfes. Würde ich jetzt sagen. Ich setze den jetzt mal hier hin. Kann ich ja jederzeit verändern. So. Der braucht wie lang? Der braucht eine Zeit lang. So, weitere Konstruktionen. Was können wir denn noch bauen? Wir brauchen das Beet. Dafür brauchen wir Bretter und wir brauchen Erde. Puh, okay, also wieder farmen gehen. Jetzt schaue ich aber erstmal in die Kiste, was wir hier schon haben an Erde. Naja, viel ist es nicht, also insofern müssen wir noch ein bisschen buddeln gehen. Zum Glück müssen wir ja nicht weit weg. Wir können das ja alles hier innerhalb des Lagers machen. Nur die Frage, wie viel Erde ich hier ausgrab. Eventuell drehe ich auch wieder die Zeit hoch. Also irgendwie ich hier nicht raus. Vielleicht muss ich ja doch auf die dunklen Stellen hier. Ich denke, das ist ein bisschen besser. Yep, und tatsächlich es droppt. Also, drehe ich jetzt mal die Zeit hoch und farme hier ein klein wenig Erde.
So, jetzt haben wir ja doch ungefähr eine Minute lang gefarmt. Wir haben hier einiges an Erde. Das waren 28. Dann buddel ich jetzt noch einmal ganz kurz, weil dann habe ich 30, was dann auch für zwei Beete reichen würde. So, sammeln wir ein alles. Also, wir haben jetzt 30 Erde und weitere 10 Würmer. Was wir natürlich ja noch brauchen dafür sind, was war es, Holzbretter? Okay, aber wir haben ja genug Stämme. Schade, dass ich es nicht hier auswählen kann. Ach, ich muss sowieso an den Arbeitstisch, um die Bretter herzustellen. Dann gehen wir doch da mal hin. So, unsere Emma hier vergnügt sich ein wenig am Strand. Wo sind meine Bretter? Da, Bretter. So. Da kann ich auf jeden Fall genügend herstellen, da ich ja sehr viele Stämme habe. Machen wir doch einfach mal 50 Stück. So. Dauert natürlich eine Zeit lang. Von daher würde ich jetzt sagen, was können wir noch machen? Wir könnten eigentlich jetzt noch ein bisschen was farmen. Wir brauchen ja für den nächsten Level noch, hol dir ein Ei. Was müssen wir da machen? Zähme Tiere und zwar Huhn. Und da sollen wir dann ein Ei farmen. Dazu müsste man allerdings auch erstmal ein Huhn finden. Dann werden wir uns hier noch ein paar Goblins umhauen. Das geht relativ schnell. Goldmünzen brauchen wir eh noch. Jetzt haben wir nur Kupfermünzen bekommen, aber gut. Da haben wir noch einen Goblin. Komm her, Schatzi. Kriegst einen Kohlenkuss. Nochmal Kupfermünze. Komm du auch noch her. Ach, ihr seid zu zweit, ja? Na komm und dich auch noch. Zack. So, ey, vier Goldmünzen. Perfekt. So, dann tun wir mal hier die 4 und die 8. Ah, und da läuft ein Huhn rum. So. Jetzt muss ich das nur noch gefangen bekommen. Hey, mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Kupfermünzen ist in Ordnung. Noch einer. Ja, sag mal, wie viel Seiten ihr? Da hätten wir Weizen. Oh, da hinten sind ja noch viel mehr Goblins. Tun wir mal schnell den Weizen sammeln. Vielleicht können wir uns die schön einzeln herziehen. Yes, Kupfermünzen. Und der nächste, bitte. Einer nach dem anderen. Jeder kommt dran. Kupfermünzen. Wir tun noch mal was für die Gesundheit und für die Ausdauer. Das Essen dauert natürlich ein klein wenig. So, aber den hier möchte ich mir auch noch herziehen. Da war doch noch einer. Ja, der versteckt sich da. Komm her. Jo, also mit der Keule geht schon ein kleines bisschen flotter. Und dann schauen wir mal, ob ich mir das Huhn hier fangen kann. So, Mist. Man muss da natürlich schnell sein. Das Blöde ist natürlich, dass dieses Vieh wegläuft. Und mir ständig neue Goblins hierher zieht. Aber gut, um natürlich auch Zäune und so weiter zu bauen, brauche ich natürlich dann auch Nägel. So, jetzt hat es geklappt. Jawohl, zähmen. Folge mir. Folge mir.
In mein Camp. Jupp. Wunderbärle. So. Jetzt schauen wir mal, ob mir das Huhn auch tatsächlich folgt. Ich hatte nämlich das Problem mit der Kuh. Also vorher. Dass. Moment, mal kurz auf die Karte schauen. Okay, hier und dann rechts. Ich hatte nämlich das Problem mit der Kuh, dass die mir an dem Baum hängen geblieben ist. Und ich dann wiederum dann Bäume fällen musste und so weiter. Schau nochmal drauf. Wir müssen jetzt hier rechts rum. So, dich hole ich mir später. Ja, das war der Salat, ne? Na komm. Chiki chiki. Weizen brauchen wir ja ganz viel. Irgendwie habe ich mich jetzt hier festgelaufen, kann das sein? Ich möchte mir jetzt hier aber keinen neuen Weg hier durchbauen. So, ich müsste ja dann doch wieder in die andere Richtung. Du folgst mir? Ja. Sehr artig. So, tun wir hier dann gleich noch mitnehmen. Dann laufen wir halt da rum. Da müsste irgendwo dann der Weg durchgehen. Hühnchen, Hühnchen, wo bist du? Immer schön mir nach. Wir haben noch ganz viele Apfelbäume, die wir ernten müssten. Äpfel auf jeden Fall etwas, was wir brauchen. Ja, Sapralot. Ah, da geht's. Da geht's doch. Ich sollte mir das irgendwie ein bisschen besser vorbereiten. Ja, schön. Immer schön mit mir mitkommen. So. Und jetzt darfst du hier mal ein kleines bisschen unterwegs sein. Weizensamen und auch hier Wasser brauchen wir. Warte mal, wir brauchen auf jeden Fall das Beet. Wir haben ja jetzt halt hier am Arbeitstisch unsere Bretter fertig. Das würde bedeuten, wir können in der Konstruktion Beete machen. Ich würde die hier nah neben den... Nein, das war falsch. Nah neben den Brunnen setzen. Zwei können wir uns auf jeden Fall machen. Ach so, die sind nur so putzig. Ich dachte, die wären größer. Machen wir hier eins hin. Und gleich daneben eins. Wie lange braucht ihr? Geht relativ schnell. So, am Brunnen können wir uns hier wahrscheinlich Wasser herstellen. Nimm alles. Ach, das produziert automatisch. Das ist natürlich nicht schlecht. So, dann können wir nämlich unsere Emma hier mal füttern. So, du Kuh. Füttern. Ach, das nimmt er automatisch. Ja, cool. Beet ist fertig. Dann gucken wir uns das doch mal an. So, wir haben hier das Beet. Pflanze. Ja, machen wir uns Weizen rein, oder? Cool. So, und in dem Beet... Pflanze, was können wir hier noch machen? Eigentlich brauchen wir im Moment ja nur den Weizen, ne? Oder wir können uns sogar Erdbeeren pflanzen. Das ist natürlich nicht schlecht, weil die Erdbeeren geben uns Gesundheit und als Erdbeersaft sollte man mal gucken. Erdbeersaft 12 Ausdauer. Okay, Erdbeersaft bringt jetzt dann eigentlich nicht so viel. Aber was habe ich da gerade gelesen? Irgendwas mit Milch. So, dann machen wir jetzt halt auch Weizen. Haben wir zweimal Weizen. Emma, wo bist du? Da bist du. Fertig, Milch. Nimm alles. Ja, cool. Dann doch gleich nochmal füttern. Wir müssen ja, glaube ich, sowieso, um den Levelaufstieg zu haben, müssen wir ja Milch farmen.
Nee, wir müssen Wasser, fünfmal Wasser, fünfmal Mehl. Sehr komplex, absolut komplex, dieses Game. So, schauen wir doch noch mal, wie wir dann das Mehl herstellen können. Wir brauchen wahrscheinlich den Küchentisch. Dazu brauchen wir noch Stein, Nägel und fünf Krüge. So. Fünf Krüge. Können wir uns die Krüge am Arbeitstisch wahrscheinlich herstellen? Nein. Können wir nicht. Von Hand herstellen. Okay. Vielleicht doch am Arbeitstisch, aber am Arbeitstisch hatte ich das hier jetzt nicht. Stellen wir uns die Krüge her. Am Hochofen wahrscheinlich nicht. Aber ich schließe ja immer nichts aus. Kohlemeiler, da haben wir nur Kohle. Lagerfeuer haben wir nur. Ach doch, da. Lagerfeuer müssen wir uns das herstellen. Krug und einen Mörser braucht man natürlich dann auch. Jetzt mache ich vielleicht erstmal einen Mörser, aber ich brauche Ton. Ach, wie sollte es anders sein? Für den Krug wahrscheinlich auch Ton. Yep, da brauchen wir auch Ton. Also, gehen wir erst nochmal an die Kiste, holen uns den Ton raus, den wir da drin haben. Das ist nicht sehr viel, also lassen wir liegen. Wir lassen uns den Platz. Dann gehen wir halt mal ein wenig Tonerde buddeln. Bis gleich. So, dann sammeln wir mal das ganze Zeug ein. Wir haben jetzt 20 Ton. Okay, war das jetzt genug? Wir werden es gleich sehen. Einmal ans Lagerfeuer gehuscht. Wir brauchen für den Krug 4. Wir brauchen hier 5 Krüge, also reicht das noch nicht. Aber dann machen wir jetzt mal die 5 Krüge und buddeln noch mal nach Ton. Da werde ich vermutlich mal offscreen ein wenig Ton ernten und auch so die anderen Materialien, also Erde, Stein und so weiter, werde ich dann mal farmen. Ah, jetzt mag hier kein Ton mehr rauskommen, oder was? Komm, einen noch. Gut. Also Lagerfeuer, das stellt natürlich noch eine Zeit lang her. Dann brauchen wir auf jeden Fall den Mörser. Da brauchen wir 10 Ton. Ja, ich dachte, 5 reichen. Dann tun wir halt noch die anderen 5 holen. Ich weiß schon, das ist jetzt nicht gerade spannend, wenn natürlich hier jemand mit seinem Hintern wackelt und Ton aus der Erde schürft. Aber braucht man halt die Zutaten, ne? Na, also haben wir es doch schon. Jetzt sollte dann auch gleich die Krügle fertig sein. Yep, der eine noch. Dann geben wir noch den Mörser in Auftrag, weil ich denke, der Mörser ist auf jeden Fall wichtig, um das Mehl herzustellen. Oder wir brauchen den Küchentisch. Aber das sehen wir jetzt gleich. So, nimm alles. Dann nehmen wir mal den Mörser hier. Genau. Mach den mal. Das lasse ich alles. Kann ich Eisenbahn schon mal herstellen? Nein, weil mir Eisenerz noch fehlt. So.
So, Weizen und Weizen. Das Schöne ist jetzt hier, was ich gesehen habe, wiederhole letztes Mal. Oh, nicht genug Rohstoffe. Wie? Pflanze, Weizen. Ach, ich brauche Wasser. Also fertig, Wasser, nimm alles. Also sollte ich doch das nächste Mal öfters an den Brunnen gehen, um mir da das Wasser zu schöpfen. Das Wasser nehme ich mal da unten mit rein. Ich denke, hier werde ich dann auch eine Kiste platzieren. Produziert er automatisch immer nur einen? Und maximal sechs, oder wie? Komm, mach mal hin. Jo, der produziert einen. Auch nicht schlecht. So, die Beete, die wachsen vor sich hin. Das Huhn, mit was kann ich dich füttern nochmal? Ah, cool. Cool, cool. Dann kann man hier nochmal reinschauen. Wir brauchen für die Eigenschaften nächster Level. Hol dir ein Ei, nicht vollendet. Wir brauchen fünfmal was. Achso, na klar, ich habe das Huhn gerade gefüttert. Wir müssen uns Mehl herstellen. So, wir müssen uns den Küchentisch bauen. Stelle Gegenstände her, Spiegelei und Brot. Wo stellen wir uns den Küchentisch hin? Würde ich jetzt halt mal hier nehmen. Ach, das, irgendwie ist das sehr seltsam. Ich werde mal schauen, ob ich den Küchentisch vielleicht hier hinstellen kann. Uns fehlen aber eh noch Steine, uns fehlen Barren und Nägel. Das heißt, da muss ich doch mal losziehen. Muss ich doch mal losziehen und noch ein paar Rohstoffe sammeln. Das Ganze kann ich ja dann offscreen machen. So. Da braucht ihr ja nicht jedes Mal dabei zu sein, weil es ist ja dann doch relativ langweilig. Arbeitstisch, was können wir uns da noch herstellen, was wir vielleicht brauchen? Wir können uns jetzt herstellen Steinpfeil. Ne, nicht verfügbar. Steinpfeil kann man machen ab Level 6. So, Taschenlampe ist natürlich nicht schlecht. Zum Platzieren lege es in der Benutzenzelle ab. Und dazu brauchen wir Butter. Okay. Okay, wie auch immer. Kann ich mir hier irgendwas schon mal vorbereiten? Ich könnte mir hier noch Bretter herstellen. Und noch irgendwas anderes wichtig? Eigentlich nicht, ne? Steine, Fallen habe ich noch genug. Ja, jetzt mache ich. Bretter habe ich zwar auch genug, aber ich stelle mir jetzt halt noch ein paar Bretter her. Währenddessen. Machen wir einfach mal 30 Stück noch. Bretter können wir dann immer noch brauchen. Mache ich jetzt mal einen kleinen Schnitt, würde ich sagen, hier an der Stelle. Und hole euch dann später nochmal hinzu, weil dann buddel ich nämlich noch ein bisschen Rohmaterialien aus. Also bis gleich. Ein herzliches Willkommen zurück. Ich habe jetzt halt mal hier einen kleinen längeren Schnitt gemacht. Hatte aber den Hintergrund, ich wurde zwei, dreimal angegriffen hier von Goblins. Ich habe einen Zaun mittlerweile gezogen und habe unsere Kuh Emma hier reingestellt. Und ich blödel habe vergessen gerade vorhin die Aufnahme auch zu drücken. Also ich habe bestimmt gute 15 Minuten jetzt hier alles erklärt und gezeigt. Und jetzt ist mir erst aufgefallen, ich habe nicht aufgenommen. Das passiert mir hoffentlich nicht nochmal. Da hinten sieht man schon wieder einen Goblin rumrennen. Ich hatte auch im Übrigen nicht nur diese zwei Fackeln gesetzt, sondern ich hatte weiter hinten noch andere Fackeln gesetzt und die haben mir diese Sträuche kaputt gemacht. Die haben die mir einfach demoliert. Tja, so schnell kann es gehen. Insofern halte ich mich jetzt zurück
mit irgendwas zu bauen. So, Huhn gibt uns Ei, ist klar. Füttern können wir sie mit Weizensamen und Wasser. Immer gut, wenn man das dann auch gleich einsammelt und wieder füttert. Denn, alles schon erklärt, aber trotzdem, ich muss es halt nochmal machen jetzt. Bleibt mir nichts anderes übrig. So, ich habe den Küchentisch gebaut, eigentlich da vermeintlich auch während der Aufnahme und habe auch schon mir Rezepte angeguckt. Also hier zum einen ist es der Nachtsichttrank, der mich wirklich umhaut. Also da bin ich mal gespannt, was der wirklich für die Nachtsicht macht. Dann habe ich festgestellt, das Brot gibt 50 Gesundheit innerhalb von 20 Sekunden, wohingegen ja das Fleisch nur 25 Gesundheit in 25 Sekunden gibt. Also lohnt sich auf jeden Fall, dass man hier Mehl herstellt, Eier weiter sammelt und Wasser und sich dann eben Brot als Vorrat anlegt. Dann das nächste ist Cocktail. Der gibt uns 25 Ausdauer in 15 Sekunden. Ist natürlich dann auch wieder besser als der Apfelsaft alleine. Der gibt uns nämlich nur 16 Ausdauer. Und was war es noch? Was gab uns denn noch Ausdauer? Ist egal. Jedenfalls ist es von den Rezepten her der Cocktail wesentlich besser. Ich muss halt nur schauen, dass ich entweder Erdbeersaft oder Apfelsaft herstelle. So, gebratenes Fleisch brauchen wir also nicht mehr an den Grill. Spiegelei würde uns 20 in 15 Sekunden geben, aber ganz ehrlich, warum soll ich Spiegeleier machen? Da schon wieder ein Angriff. Jetzt kommt ein Schwein daher und greift meine Basis an. Hallo, ich glaube, du hakst. Gib mir dein Fell. So ist nicht. Ja. Also irgendwie, es stürmt hier immer wieder irgendwas rein. Also die sind nicht mehr allzu weit weg. So, ich habe jetzt auch schon, das habe ich eigentlich auch in eurem Beisein, vermeintlich in eurem Beisein gemacht, war dem aber nicht so. Ja, ich habe mir einen Mantel gefertigt. So, und dieser Mantel gibt mir ja 3 Rüstung. Tschupp, und schon habe ich hier einen schönen Schutz. Ja, 3 Rüstung mehr. Das ist doch schon mal gut. Was ich eigentlich auch noch herstellen möchte, das ist der Lendenschutz. Aber mir fehlt genau noch ein Fell und Seile. Seile sollten jetzt weniger das Problem sein. Seile kann ich ja jederzeit herstellen, wenn ich den Palmwedel habe. Also auch die sind mir mittlerweile schon ausgegangen. Ich habe wirklich so viel gemacht jetzt in den letzten Minuten, wo ich mir dachte, oh, hoffentlich... Oh, tut mir ein bisschen leid, dass ich das alles dann quasi ohne euch gemacht habe, aber ich wollte auch vorankommen. Ich habe zum Beispiel ganz viel, also noch Sand, Erde und auch Ton gesammelt. Ich habe Eisenbarren hergestellt, ich habe Steine und natürlich Eisen gesammelt. Was war noch? Eigentlich sonst nichts weiter. Ja, ich habe halt diesen Mörser habe ich noch hergestellt, der jetzt im Küchentisch eingelagert ist. Ich bin hier fleißig am Milch und am Eier sammeln. Ich tue jetzt mal den ganzen Mist hier rein. Waren die Panda-Pilze nicht in einer von den Kisten hier? Ja, da. So, die Panda-Pilze brauchen wir dann für die... für die Nachtsicht brauchen wir das. Da haben wir nochmal Sonnenblumensamen, 104. Ich bin mal gespannt, wie hoch man die stacken kann. Die geben einem 2 Ausdauer in 4 Sekunden. Okay, ist ja eigentlich ein Quatsch, ne? Das ist doch eigentlich ein Quatsch. So. Dann nehmen wir die nochmal. Aber vielleicht später können wir sie ja vielleicht zum Kochen und Backen verwenden. Dass wir dann eben vielleicht auch bessere Sachen kochen können. Nägel habe ich mittlerweile eigentlich alles hergestellt. Ich habe noch 2 Eisenbahnen. Ich möchte aber jetzt halt noch keine Nägel herstellen.
So, Mehl ist mittlerweile fertig. Nimm alles, ja, nimm alles. So, wir können uns aber jetzt auch. Ne, ich habe jetzt die Eier rausgenommen. Also, ei. Es ist sehr, wirklich sehr komplex. Alles kannst du nicht mitschleppen mit dir. Halt, die Eier habe ich da drin. Alles kannst du ja nicht mitschleppen mit dir. Das ist einfach zu viel Zeug. Von daher lagere ich das halt dann in den Kisten, soweit geht. Was wahrscheinlich auch nicht schlecht ist. Aber wenn ich dann Rezepte machen muss, ist es ein bisschen schade, dass das nicht automatisch. Ach so, Tonpfanne, Eisenpfanne kann ich noch nicht. Dass es dann nicht automatisch rauszieht. So, Lagerfeuer oder Arbeitstisch. Und das wahrscheinlich erst ab dem nächsten Level. Also schauen wir doch nochmal, ob ich vielleicht das nächste Level schon erreichen kann. Das wäre natürlich auch super. Baue einen Küchentisch. Hab ich doch. Da ist doch ein Küchentisch. Küchentisch. Ah, stelle Gegenstände her. Einmal Spiegelei, einmal Brot. Okay, und für das Brot brauche ich, wie haben wir gesagt, diese Pfanne, ne? Genau, Tonpfanne oder Eisenpfanne. Dann gucken wir doch mal ans Lagerfeuer. Die Tonpfanne, da brauche ich natürlich 10-mal Ton. Wie sollte es anders sein? Sonst wäre es ja keine Tonpfanne. Halt, andere Kiste. So, ich packe jetzt auch alles rein hier. Ab ans Lagerfeuer. Wir machen uns eine Tonpfanne. Die dauert auch nur 40 Sekunden. Das sollte ja relativ schnell gehen. Wenn wir die Tonpfanne haben, können wir uns die auf den Küchentisch hierher packen. Und können uns dann ein Brot herstellen. Aber wir können uns hier auf jeden Fall schon mal Spiegeleier machen. Nein, können wir auch nicht, weil wir die Tonpfanne brauchen. Wirklich ultra komplex das Spiel. Ich meine, das gefällt mir. Das gefällt mir absolut, wenn ein Spiel so komplex ist wie das jetzt. Da ist die Frage, ob ich Emma vielleicht noch ein kleines bisschen besser schützen könnte. Ich genug Rohstoffe. Ich wollte gerade sagen, uns wird ja eben gesagt, wann alles fertig ist. So, Beet. Letztes. Letztes. Wir machen natürlich, also das wird mit Sicherheit von jedem Kraut wird es 4 Beete geben. Also schätze jetzt ich mal, dass ich das so machen werde. Sei es von Salbei oder sei es von sonst was. Sag mal, hört es eigentlich auch mal wieder auf zum Regnen. So, nimm alles. Wir stellen uns jetzt noch schnell das Spiegelei her. Einmal. Einmal ist auch absolut ausreichend. Mehr braucht man nicht. Dann kann ich nämlich die Sachen auch wieder zurückpacken. Ich möchte jetzt ja dann erst einmal nur noch den Levelaufstieg zum Schluss mitnehmen, bevor ich die Folge beende. Und das war's. Eigentlich dann mal überlegen, wie ich beim nächsten Mal agiere, wo wird er angegriffen, da wird er angegriffen. Komm her, du Goblin, lass meine Hühner in Ruhe. Also es ist schon wichtig, lass meine Hühner in Ruhe. Ich brauche Pfeil und Bogen oder irgendwas. Komm her, du Sau. Gibt's ja wohl nicht. Also so ging das vorhin auch die ganze Zeit, dass die ständig gekommen sind, um mir ihr Geld zu geben. Also ich denke, sobald man hier einmal angefangen hat, entweder dieses Level, das man erreicht hat, oder einmal angefangen hat, dass man Zaun baut. Also ich vermute, es hängt da auch mit dazu, zusammen, dass dann die Feinde eben öfters mal angreifen. Insofern sollte ich mir überlegen, wie ich das Ganze geschickter platzieren kann.
Ja, da mache ich mir Gedanken drüber. Ich werde mit Sicherheit auch noch mal Eisen farmen, um noch mehr Zäune bauen zu können, weil man braucht ja immerhin für einen Zaun, wie viel war es? Ich glaube 5 Nägel. Ja, 5 mal Nägel. Also kann ich mir natürlich jetzt halt bauen. Bretter brauche ich natürlich auch. Könnte ich mir eigentlich gleich mal herstellen. Gehen wir auf C hier. Weil ich habe noch 20 Bäume. Aber ich habe ebenfalls keine Bretter mehr. Dann schaue ich mal, dass ich gleich 60 mache. Das ist ja egal. Bäume sind ja schnell gefällt. Bäume sind hier wirklich nicht Mangelware. So, wir haben uns das Brot gebaut. Hervorragend. Nimm es. Und dann schau noch mal. Warum bleibst du nicht im Menü? Dann schau noch mal hier rein. Wir können das nächste Level noch nicht erreichen. Ah, okay. Nochmal Küchentisch. Irgendwas fehlt immer, ne? Mehl. Gut, komm. Stell dir jetzt nur ein Weizen her oder drei? Zeig noch mal. Mehl. Dreimal Weizen für einmal Mehl. Ah. Okay, ich glaube, hier schneide ich mal ganz kurz. So, damit wäre das Mehl jetzt auch fertig. Jetzt gehen wir natürlich noch mal rein, denn ich möchte auf jeden Fall noch den Levelaufstieg machen und den haben wir jetzt auch. Aus Goldmünzen im Übrigen und auch aus den Kupfermünzen kann man sich auch Nägel oder Barren herstellen. Also auch sehr interessant. So, wir machen jetzt mal das Level 6. Und für den nächsten müssen wir finde ein Force of Nature Stück, stelle einen Bogen und Pfeile her, baue ein Portal. Okay, also die Herausforderung ist jetzt auf jeden Fall schon mal mich mächtig. Wir müssen Felle, Krallen, Fangzähne und Goldbarren sammeln. So, Goldbarren können wir uns ja dann aus den Goldmünzen herstellen. Das müsste eigentlich hier am Hochofen gehen. Da gucke ich mal. Ja, Goldbarren geht aus Goldmünzen. Aber ich brauche 15 Goldmünzen für einen Barren. Holla die Waldfee. Okay, also kommen noch einige Aufgaben auf uns zu. Natürlich muss ich mir auch überlegen, wie ich denn alles besser schütze. Von daher gehe ich jetzt noch ganz kurz mal hier. Hier, schwache Palisade. Das ist doch etwas, was ich bauen könnte. Jo, ich würde jetzt mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich werde ein bisschen Baumstämme fällen. Ich habe das jetzt im Übrigen auch hier gerade gemacht, während das Mehl hergestellt wurde, habe ich hier noch mal ein paar Bäume geschlagen. Ich würde sagen, ich schlage auf jeden Fall so einige Bäume, vielleicht so an die 100, dass ich dann habe. Und dann können wir gemeinsam die Palisade errichten und ja, ein starkes Tor. So dass wir hier ein bisschen besser geschützt sind. Später kommen bestimmt, ja, eben Pflastersteine zum Beispiel kommen ja dann später, dann starke Palisade. Also da kommt schon noch ein bisschen was auf uns zu und da freue ich mich riesig drauf. So, also in dem Sinn, macht's jetzt erstmal gut. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dazu schaut. Macht's gut, eine schöne Woche noch und ciao, ciao.